In diesem Video gibt es 5 Gründe, warum ihr keinen Crack für euer Windows 10 benutzen solltet, sondern stattdessen einen günstigen Key auf AliExpress kaufen solltet. Nutzt man einen Crack, um Windows 10 freizuschalten, hat man immer das Risiko, dass auch Viren damit kommen können. Zum anderen ist das Ganze ein bisschen nervig, denn man muss den als Ausnahme zum Windows Defender hinzufügen. Nutzt man den Key, nutzt man ja auch den offiziellen Aktivierungsweg, den Microsoft vorgesehen hat, und man sollte sich mit solchen Dingen dann nicht weiter beschäftigen müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Keys oft nicht nur für einen PC reichen, sondern auch mehrere PCs damit aktiviert werden können. Man schlägt also eventuell gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Der dritte Punkt klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber immerhin kann man den Kauf eines Keys nachweisen. Ob der Key legal oder illegal ist, den ihr da auf AliExpress bekommen habt, das könnt ihr am Ende nicht beurteilen. Das hat nicht mal Heise geschafft mit dem Hersteller Lizengo, der über Edeka Keys verkauft hat. Das ist euch also nicht zuzumuten. AliExpress ist ein großer Online-Shop, da muss man also davon ausgehen, dass die Keys da einigermaßen legal sind. Windows bzw. Microsoft hätte hier auch die Möglichkeit, diese Anzeigen runterzunehmen, was sie aber nicht tun. Der nächste Vorteil: Ich finde, das Ganze geht schneller und einfacher als illegale Methoden. Das hatte ich ja schon im ersten Vorteil so ein bisschen angerissen. Einfach halt einen Key zu haben, den einzugeben, ist schneller, ja, und natürlich auch einfacher. Ja, und zu guter Letzt ganz offensichtlich, das Zeug ist wahnsinnig billig. Die Keys bekommt man schon für unter 1 Euro oder unter 1 Dollar. Da macht es dann auch gar nichts, wenn der ein oder andere Key mal invalidiert wird, also man musste sich vielleicht einen neuen kaufen. Der Verlust hält sich da in engen Grenzen. Ich weiß, dass das ein kontroverses Thema ist und freue mich jetzt schon über eure konstruktiven Kommentare.